Was glaubst du denn, was bedeutet das für Menschenrechte und weltweite Gerechtigkeit, wenn sich die Klimakrise jetzt noch weiter verschärft, wenn wir es nicht schaffen, sie zu stoppen? Wir haben zum einen natürlich Naturkatastrophen oder man muss ja schon fast sagen, ja, menschliche Naturkatastrophen, die sich dadurch verstärken, wenn wir an Wirbelstürme denken, wie jetzt Dorian in der letzten Woche, die in ihrer Stärke und auch vielleicht Frequenz dann zunehmen und dazu führen, dass Menschen ihr Hab und Gut verlieren, vielleicht auch ihr Leben tatsächlich. Das ist eine Sache, die natürlich auch wiederum zu Migration führt. Displacement gerade im Regelfall auf kurze Distanz, ob Menschen in ihr Zuhause zurückkehren können, ist immer fraglich. Das kann manchmal auch Jahre dauern oder gar nicht erst möglich sein. Aber was eigentlich der größere oder möglicherweise der größere Effekt ist, ist einfach, wie die Umwelt, die Ökosysteme ja langsam aber stetig aus den Fugen geraten, sei es jetzt der Anstieg des Meeresspiegels oder die Veränderung von Niederschlägen, die dann zu dürren Ernteausfällen führt, Preissteigerungen, die betreffen natürlich zuallererst mal die Leute, die sowieso ja schon arm sind. Und wenn wir eine Nahrungsmittelknappheit irgendwann haben, wird die sich auch global in den Preisen auswirken und kann sich dann natürlich auch in Ländern wie in Europa erst natürlich auf die auswirken, die sowieso schon weniger haben. Diese Ressourcenknappheit verstärkt Konflikte. Konflikte wiederum verstärken die Migration. Hier, glaube ich, kann man nicht oft genug sagen, dass die meisten Menschen überhaupt gar kein Geld haben, weit zu migrieren. Also wenn es wirklich zu Nahrungsmittelknappheit kommt und zu Hungersnöten, können wir davon ausgehen, dass die meisten Leute nicht nach Europa kommen, sondern die sterben bei sich zu Hause. Ne? Also das muss man, glaube ich, immer im Kopf behalten. Ein paar Leute überqueren Grenzen, im Regelfall in ihre Nachbarländer, und nur ein paar wenige haben die Möglichkeiten, überhaupt bis zu unseren Grenzen zu kommen. Es gibt einen Bericht von der UN, einen Special Report von diesem Jahr im April, der genau dieses Thema Klima und Armut aufgreift und der extrem kritisch ist, insbesondere auch mit der Arbeit der UN, aber auch mit anderen Organisationen, der Wirtschaft und den Regierungen, und wo eben gesagt wird, dass der Klimawandel für die Menschenrechte bedeuten könnte, dass es zu einer Art Klima-Apartheid sozusagen kommt, weil sich durch den Klimazusammenbruch die Armut immer mehr verschärft und die sozusagen globale Einkommensschere, wenn man will, immer mehr auseinandergeht. Arme Menschen haben einfach nicht die Möglichkeiten, sich vor den Folgen des Klimazusammenbruchs zu schützen und leiden am meisten darunter. Das heißt, Menschen wie wir können sich vermutlich leisten, uns mit unserem Geld abzuschotten. Andere können das nicht. Der Report kreidet auch insbesondere übrigens an, dass sich die UN nicht ordentlich um das Problem kümmert, weil sie den Klimazusammenbruch nur als ein Problem unter vielen sieht und nicht als ein Problem, was massiv wichtiger ist als viele andere. Hier kommen wir wieder zu den, ich hoffe, bekannten Kipppunkten im Klimasystem, die eben dazu führen könnten, dass das komplette Erdklimasystem vollkommen außer Kontrolle gerät und wir am Ende des Jahrhunderts eine Erderwärmung haben, die ja mit unseren menschlichen Gesellschaften im Prinzip nicht vereinbar ist. Also so sich selbst verstärkende Effekte wie Permafrostböen tauen auf, Methan wird freigesetzt, das ist noch ein krasseres Treibhausgas. Oder ja, genau. Als Beispiel. Genau, also Abschmelzen des westantarktischen Eisschilds, Grönland-Eisschild und arktisches Meereis im Sommer. Ja, für die Menschenrechte heißt es also nicht nur konkret Wasser, Nahrungsmittel und so weiter, sondern es heißt auch, dass die wenigen Menschen, die bei uns an den europäischen Grenzen sind, auf unser Abschottungssystem treffen, was aktuell dort stattfindet. Es ist nicht nur so, dass wir die Leute einfach nicht hereinlassen, es ist so, dass die EU aktuell finanziell und praktisch zum Beispiel die libysche Küstenwache unterstützt, die aus Milizen hervorgegangen ist und die Menschen auch aus internationalen Gewässern nach Libyen zurückbringt, in ein Land, in dem seit Jahren Bürgerkrieg ist. Und wir reden hier nicht nur einfach davon, die Türe zuzumachen, sondern wir reden davon, Menschen zurückzubringen in ein Land, wo ihnen krasse Menschenrechtsverletzungen wie Folter, Kidnapping
und auch sexuelle Gewalt drohen. Das ist im Moment der Status von dem, was die Europäische Union macht.